Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Pokémon Platin. Diesmal fällt es mir ein, ich habe nämlich die letzten paar Mal, glaube ich, außer den Let's Play Pokémon Weiß gesagt. Das passiert natürlich, wenn man es gewohnt ist und das ungefähr 40 Mal oder... Obwohl, wir haben 20 Folgen, ich habe 20, 40 Folgen, ja, ich habe 20 aufgenommen, also ich habe es erst 20 Mal gesagt ungefähr. Aber, jetzt habe ich 22 Mal gesagt. Aber das ist auch egal, denn wir schauen mal jetzt, wo es weitergeht. Pokémon wollte ich nachschauen. Ich habe ja schon gesehen, die sind alle recht gleich auf. Und soviel ich weiß, ist unser nächstes Ziel auch schon die nächste Arena. Er hat uns hier rausgelassen, das heißt, wir können in beide Richtungen weiter. Hier geht es wahrscheinlich später nur zurück, aber sie ist trotzdem eine Trainerin, die ich dann natürlich auch mitnehme. Und wir haben was genannt. Ich glaube, es war irgendein komischer Name. Ah, Neo einfach nur. Neo wird dann jetzt erstmal trainiert. Ist Unlicht gut gegen Pflanze? Ich erinnere mich gerade nicht. Ich glaube nicht. Deswegen versuche ich es mal, dann weiß ich es ja. Ah, ist okay, ist ganz normal. Oder Ruxokrieb ist wahrscheinlich um einiges schwächer als Verfolgung, aber wir versuchen es einfach mal. Okay. Wasser bringt sowieso nichts. Das sollte uns klar sein. Da hätte ich wohl dran denken sollen, dass wenn ich nicht, dass wir One-Hit sind. Jetzt habe ich mich eher darauf konzentriert, was denn überhaupt gut gegen Pflanze ist, anstatt darauf zu achten, dass Pflanze gut gegen Wasser ist. Aber das ist ja auch egal. Dann machen wir das mit Chris zu Ende. Ich denke, Tackle sollte da nicht lang. Auf keinen Fall sollte das lang, deswegen machen wir auch Funkensprung. Jo, und dann ist das nicht sehr effektiv. Das ist genauso schwach wie Tackle, aber dafür haben wir geschafft, es zu paralysieren. So, jetzt, das ist sehr schlecht eigentlich, dass Neo besiegt ist. Jetzt frage ich mich, was kann ich, Chris können wir noch ein Level hoch trainieren. Oh mein Gott, das ist ja auch so schnell besiegt. Die Folge fängt ja mal wieder sehr gut an. Also dass Neo besiegt wurde, das war absolut, voraussehbar, aber das, dass ich mich auch noch, dass ich noch Chris besiegen lasse. Das war dann schon ziemlich dumm. Aber dafür bekommen wir wenigstens ordentlich Erfahrung. Und ihr Pokémon riecht gut. Das ist sehr schön. Können wir hier zurück. Jetzt gucke ich mal. Okay, das ist gar nicht so weit. Was hat er hat. Irgendwas hat er dann gemacht, weil hier waren wir doch schon. Egal. Ist auch nicht so schlimm. Ach, Flori, genau, da waren wir am Anfang. Weil da musste ich ja zurück in die Stadt und dann haben wir Neo gefangen. So. Da beeilen wir uns, dass wir wieder auf die Route kommen. Oh nein. Ich hasse es, die immer aus Versehen nochmal anzuquatschen, weil man immer eine A drückt. Und das Gespräch schneller zu beenden. Und im Endeffekt, gerade deswegen hängt man länger im Pokécenter als man will. So, ja, was sind das? Hier kann man, glaube ich, Pokémon finden, wenn ich mich nicht irre. Später oder jetzt schon, ich weiß es nicht. Der junge Mann am Baum hätte es uns wahrscheinlich erklärt. Oh, und das ist schon Level 12 und die Trainerin hatte Level 14. Okay, vielleicht geht das Spiel auch davon aus, dass es sein kann, dass wir schon mehrere Pokémon haben. Und dann ist das insgesamt Level natürlich ein bisschen niedriger.
So. Aber jetzt müssen wir das eigentlich sehr leicht besiegen können. Oh, Sternschauer hätten wir auch noch. Ich weiß gar nicht, ob das in der Edition noch so stark ist. Oder ob das allgemein jemals geschwächt wurde. Aber wenn ich mich recht erinnere, war das früher in den früheren Editionen sehr stark. Aber vielleicht irre ich mich da auch einfach. Aquaconaro war jetzt nicht so der Hit, aber es dürfte reichen. Wir kriegen ja immerhin Bonus-Damage, denke ich, drauf. Nicht ganz. Komm, machen wir einfach ruckzucki. Um sicher zu gehen, dass wir nicht noch mehr Damage bekommen. Und Neo Level 17. Gut. Gut, gut. Neuer Angriff haben wir nicht. Das ist auch nicht so schlimm. Ich bin ganz zufrieden mit denen. Okay, wir können eine stärkere Wasserattacke bekommen. Da hätten wir noch Bäume gehabt. Sollen wir da hinlaufen? Na komm. Die Frau haben wir jetzt eh besiegt. Und dann können wir auch mal schauen, was für Pokémon hier im Gras herumlungern, außer das Schalilos. Luft, Luft, Luft. So. Du willst einen Kampf, aber wir wollen erst mal an die Bäume da oben. Aber vielleicht will sie auch gar keinen Kampf. Und ich ignoriere sie jetzt komplett sinnlos. Wenn ich mich recht erinnere, haben wir nicht einmal Bären benutzt im letzten Let's Play in Pokémon Weiß. Also eigentlich könnte ich mal gerade, da ich ja vorhin schon so auf die Kasse bekommen habe, unserem Neo eine Prisi, oder wie sie heißt, Bäre geben, eine, genau, eine Prisi-Bäre. Und dann gucken wir mal, ob die kämpfen möchte. Die war aber sehr untypisch für einen Trainer. Sehr eher sogar schon vor uns weggerannt. Mbidiza, das haben wir auch, glaube ich. Nur unseres heißt VL-Opfer. So, Aquaconaro, komm. Machen wir mal ein bisschen mehr Damage. Damit das schnell vorbeigeht. Gut. Das langt mir sogar schon. Jetzt frage ich mich, ist Aquaknarre Oh Gott, mir, jetzt kann ich das Wort nicht aussprechen, das ist ja schlimm. Physisch oder das andere Wort halt ist. Okay, aushalten wollen wir nicht. So okay, reicht hoffentlich. Nee. Dann haben wir unsere Zeit verschwendet. Druck zu Keep benutzt, um es schnell zu beenden. Und gerade dadurch dauert es länger. Das ist wie im Pokécenter. Je mehr Zeit man sparen möchte, umso mehr verliert man. Im Endeffekt. Warum kann man da hoch? Da ist bestimmt ein Item versteckt, oder? Die werden da wohl kaum. Ja genau, ich wollte schon sagen, die werden ja wohl kaum ein extra Gebiet machen, wo man hingehen kann, wenn da kein Item versteckt ist. Oh, die haben wir schon besiegt. Okay. Komm, kämpf. Oh, nur ein Onix. Ah, das ist endlich gut. Das ist gut. Dann kann Neo endlich mal Damage machen. Onix gibt sogar, glaube ich, ziemlich viel Erfahrung. Wenn ich mich nicht irre. Und? Komm. 300 ist okay. Könnte mehr sein. 400 wäre cool gewesen. Da hätten wir schon das Level up, glaube ich. Also okay, Neo soll ja auch nicht komplett überlevelt sein, wenn wir beim nächsten Arena-Leiter sind. Auch wenn ich
glaube, dass Neo da nicht großartig kämpfen wird. Ich denke, wir können erstmal Neo auf Level 20 bringen, dann ziehen wir die anderen nach. Beziehungsweise ziehen wir Chris nach. Weil unser Wupan wird den nächsten Arena leider, glaube ich, sowieso im Großen und Ganzen alleine besiegen. Oder war der Arena leider schon? Ich weiß es gerade gar nicht. Aber wir werden es ja sehen. Bis dahin werden wir eh noch. Ist ja auch eigentlich gar nicht so wichtig. Wir werden eh immer nachleveln. Ob da dann mal ein Pokémon 2-3 Level von dran ist, ist auch nicht so schlimm. So, ein Maschulle, das ist auch schön. Schöne alte, gute Pokémon. So, Glärmer besiegt. Oh, sind wir schon in der Stadt oder ist das noch? Ja, ich kann wahrscheinlich einfach nur so eine Pension, um die Pokémon mal zu heilen oder um irgendeine Angel zu bekommen. Die gibt es ja meistens immer relativ früh in abgelegenen Häusern. Ein Blindfahr. Das ist süß. Aber warum hat die einen Blindfahr? Das ist ja auch. Das ist was Besonderes. Es kommt selten vor, dass Starter-Pokémon so früh andere Trainer besitzen. Obwohl in der Silber-Edition gab es einen Bisasam. Warum habe ich jetzt eigentlich nicht Verfolgung gemacht? Machen wir sonst mal mit Sternschauer. Die auch einen Blindfahr besessen hätte, wenn wir einen Blindfahr genommen hätten. Na gut, ist ja auch egal. Genau, ich wollte nämlich nachgucken, was für Werte unsere Angriffe haben. So. Okay. Achso, das ist der Unterschied, okay. Aber warum haben wir überhaupt Ruckzucktrieb? Okay, wir hatten keine Wahl wahrscheinlich, aber. Und Verfolgung ist auch nicht so stark. Was hatten unsere? Ja, okay, eigentlich ist Sternschauer der stärkste Angriff, den wir momentan haben. Auf was kriegen wir denn eigentlich einen Bonus? Am besten, wir sind eher Spezialangriff. Nee, ah, okay, Angriff und Spezialangriff ist momentan gleich. Wahrscheinlich eher die Tendenz zu Spezialangriff. Obwohl vom Design her, vom Aussehen her, würde ich ja schon fast Angriff sagen. Naja, wir werden es ja sehen. Oh, das ist noch ein Item, okay. Ja gut, dass ich vorhin da hochgegangen bin, sonst wäre ich jetzt da runter gesprungen. Ja, wahrscheinlich ein Angel, wie ich es gesagt habe. Oder? Doch nicht? Dann doch eher das Heilen. Okay, bin ich aber auch zufrieden damit. So, da oben können wir nicht lang, da geht es später zurück. Und wo sind wir hier? Ewiggewalt. Erinnert mich gerade ein bisschen an den Wald von der ersten Edition, der eigentlich ziemlich cool war. Haben wir einen Zerschneider? Ich glaube nicht. Nee, okay. Vielleicht bekommen wir den ja jetzt sogar. Oh, das ist mal cool designt. Das sieht ja sehr nach dem ersten Wald in der ersten Edition aus. Aber okay, jetzt reden wir erstmal mit der Reiser. Hallo, mein Name ist Reiser und du bist? Oh, du bist also Lucius. Es freut mich sehr, dich kennenzulernen. Lucius, darf ich dich um einen Gefallen bitten? Ich möchte durch den Wald gehen, aber alleine habe ich Angst. Ich habe gehört, dass hier einige dunkle Gestalten herumlaufen, die sich Team Galactic nennen. Ich denke, wenn man nicht alleine geht, ist man auf jeden Fall sicherer. Kann ich bitte mit dir gehen? Okay.
Wir haben nicht mal die Auswahl. Ich werde dein Pokémon stets in Topform halten. Oh, das ist gut. Das heißt, wir sind auf der Suche nach Team Galactic. Oder ist es jetzt einfach Zufall, dass Team Galactic hier ist und wir die platt machen? Knospion und Haspirohr. Haspirohr. Die Frage ist, soll ich die alle platt machen? Wir sind doch. Obwohl, Chainera ist Level 18. Das heißt, wenn wir uns. Unsere Pokémon sollten auch Level 20. Ist Level 20 und unsere Pokémon sollten dann wahrscheinlich auch schon zu Level 20 sind. Wir werden es ja sehen. Wir machen jetzt, glaube ich, erstmal keinen Pokémon-Platz. Wäre Schwachsinn. Ich mache jetzt die zwei platt, weil ich die jetzt schon angefangen habe anzugreifen. Aber dann werde ich einfach immer flüchten. Andererseits wäre es natürlich die Gelegenheit, um ein bisschen zu trainieren, weil wir eh immer geheilt werden und dann nie das Problem haben, uns heilen zu müssen oder ins Pokémon Center laufen zu müssen. Ich denke, unser Part wird eh nicht lang genug sein, um das jetzt zu beenden. Von daher, ich mache jetzt noch 4 Minuten, dann kann ja Kilian entscheiden, was er macht. Auf jeden Fall können wir alle Trainer besiegen, ohne Back, was heißt Back, ohne ins Pokémon Center gehen zu müssen. Das ist auf jeden Fall ein Vorteil. So, die haben 4 Pokémon. Ein Paichirisu und ein Baumpil, das komplett unterlevelt ist. Und wie hat er das denn bis hierhin geschafft? Okay, wenn die ein Paichirisu haben, das 2 Level über dem Niveau ist, dann kann ich das verstehen. Aber man sollte halt nicht immer nur ein Pokémon trainieren. Weil wenn das dann besiegt ist, dann sieht es schlecht aus. Siehst du, der eine... Ups, was habe ich jetzt gemacht? Was habe ich geklickt? Moment. Wie mache ich das rückgängig? Moment. Wir machen jetzt einfach den Kampf hier noch fertig. Damit der ist nämlich noch auf dem Bild. Zum Glück ist ja nur das untere Bild weg. Ich versuche mal irgendwas zu drücken. Ich hoffe, das. Ich mache jetzt erstmal den Kampf fertig, dann kann ich ja pausieren. Im schlimmsten Fall beende ich den Part dann danach. Jo. Ich bin irgendwo auf die Bildtaste gekommen. Oder auf irgendwas anderes. Wir sind ziemlich schwach. Aber ich mache weiterhin mit Sternschauer. Oh Gott, vorgesprungen. Bitte nicht auf unseren Neo. War doch schade. Dann kann Chris wieder rein, der ist eh noch Level 17. Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet, was ich im Pokémon-Kampf gemacht habe. Weil ich so verwirrt war von dem, was auch immer da passiert ist. Ich habe nämlich jetzt den zweiten Bildschirm neben dem ersten Bildschirm, anstatt den unten drunter zu haben. Deswegen ist er jetzt auch aus der Ausnahme raus. Papinella ist auch ein ziemlich cooles Pokémon. Könnten wir uns eigentlich fangen, so für... Was mache ich denn eigentlich für einen Angriff gerade? Okay, Funksprung auf Papinella. In der Hoffnung, dass es One-Hit ist. Ja, eigentlich hätte ich mich auf Paichirisu konzentrieren sollen. Da das doch am stärksten ist. So, Chris hat bis zur Erlernung, geht es. Erlernen nehmen wir gerne mit. Tegel kann raus. Silberblick haben wir noch behalten, ich weiß nicht. Also, wir werden eh kein Tegel mehr benutzen. Von daher, einen Silberblick kann man noch benutzen. Es bringt immerhin etwas.
Dann benutze mal Blitz auch mal direkt. Biss, nicht Blitz. Was zum Glück ein VM ist, das nicht mehr existiert. Oder es existiert noch, aber man braucht es nicht mehr. Obwohl, es kann sein, dass man es in der Generation noch braucht. Bin ich mir gar nicht so sicher. Es war auf jeden Fall immer nervig, dass man seinen, was weiß ich, Elektro-Pokémon Blitz beibringen musste. Nur um durch Höhlen laufen zu können. Okay, dann haben wir das geschafft. Dann beende ich hier den Part, da es jetzt eh ein bisschen scheiße ist mit dem Bild und ich möchte nicht was Falsches drücken, nur um das wieder zu richten und am Schluss die Datei verlieren. Also die Speicherdatei. Und dann müsste ich von vorne anfangen, das wäre dumm. Deswegen speichere ich hier jetzt. Okay, ist gespeichert. Dann drücken wir hier einfach mal irgendwelche Tasten, in der Hoffnung, dass... Okay, Ende. Okay, das war die Ende-Taste. Alles klar, haben wir das geschafft. Und dann verabschiede ich mich. Die nächste Folge sieht... Obwohl, jetzt können wir noch den Pokéball da oben einsammeln. Jetzt habe ich aber schon gespeichert. Ach komm. Wir verabschieden uns. Da unten ist ein Zwillingspaar. Und wie wir das besiegen, das seht ihr dann bei Killian. Auf Wiedersehen.